Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Video hier auf Tutorials Reviews More. Ich habe ja vor kurzem angesprochen, das ganze Thema Modding bezüglich GTA 5 und ich habe auch angesprochen, dass es einen Trainer gibt, einen aktuellen, mit dem man schon ein paar Sachen machen kann. Ich habe allerdings auch gemeint, dass ich jetzt den Trainer nicht so als unbedingt als Mod sehe, denn es ist im Endeffekt ein externes Tool und für mich wäre es ein Mod in dem Sinne dann erst, wenn es jetzt zum Beispiel wie bei GTA 4 ein Simple Native Trainer ein In-Game-Mod-Trainer wäre, also ein In-Game, ein Script-Mod im Spiel. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, wir schauen uns den Trainer trotzdem mal an, was der schon kann, weil da gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was vielleicht möglich ist demnächst, was wir denn alles machen können. Da werden, schätze ich einmal, auch noch viele Sachen dazukommen und ja, würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn da noch einiges kommt. Ihr könnt das Ganze runterladen, auf der sozusagen Herstellerseite, also beim Entwickler, beim Modder. Link ist wie immer natürlich unten in der Beschreibung. Und dann könnt ihr euch gerne mal runterladen und anschauen. Allerdings sage ich gleich vorweg, das Ganze ist natürlich auf eigene Gefahr. Wir wissen aktuell, wie auch schon erwähnt in den letzten Videos, nicht wie Rockstar Games jetzt unbedingt darauf reagieren wird auf Modding. Das heißt, ich würde euch empfehlen, prinzipiell entweder nur offline zu verwenden oder am besten gar nicht zu verwenden. In dem Fall, ich verwende jetzt einfach mal, ich bin jetzt allerdings komplett offline, das heißt, ich habe mir auch meine Internetverbindung getrennt fürs Erste, weil ich will da ehrlich gesagt nichts riskieren. Das heißt, ich würde euch definitiv empfehlen, nicht online zu verwenden. Das heißt, selbst wenn ihr am Netz hängt, einfach nicht in den Multiplayer gehen, weil gerade da ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass ihr gebannt werdet. Allerdings, ich kann auch nicht sagen, wie sonst ist, ob irgendwie Rockstar Games das feststellen kann. Ich gehe mir jetzt nicht davon aus, dass sie da das machen werden. Allerdings, ich würde euch definitiv nicht empfehlen, das im Online-Modus zu verwenden. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr ladet das Ding runter und auch gleich vorweg, nicht wundern, wenn es passieren kann, dass euer Virenschutz meint, dass es sich um ein Virus handelt. Das kann natürlich gut sein, das ist eine Datei, die vielleicht als erkannt wird. Wäre mir jetzt allerdings nicht bekannt, dass es hier ein Virus ist, das heißt, es besteht auch keine Gefahr für einen PC. Prinzipiell ist es einfach eine Excel-Datei, die führt ihr am besten als Administrator aus, damit das Ding auch sozusagen die Rechte hat, auf euer Spiel zuzugreifen, denn ich gehe mal davon aus, es schreibt im Endeffekt die Dateien im Arbeitsspeicher mehr oder weniger um, also das, was im Zwischenspeicher ist, wird er umschreiben, beziehungsweise irgendwelche Sachen im Hintergrund aktivieren. Wie es genau funktioniert, weiß ich leider nicht. Einige der Sachen, die es da gibt, glaube ich, gibt es auch als Cheat, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Allerdings, ihr seht auch hier, gibt es schon ein paar coole Sachen, wie Infinite Health, das heißt natürlich unendlich Leben, unendlich Rüstung, unendlich Ausdauer, unendlich Luft unter Wasser, unendlich Munition, was ganz cool ist, nicht nachladen, ihr könnt euch Geld aufs Konto überweisen, so gesehen, Super Speed aktivieren, ihr könnt ihren Franklin, seine Spezialfähigkeit dauerhaft aktivieren, genauso wie Vehicle Health, das heißt, dass euer Fahrzeug nicht kaputt wird. Also es gibt ein paar Sachen, die man damit machen kann, allerdings ja jetzt nicht unbedingt so viel, wie wir es zum Beispiel eben aus GTA 4 kennen mit dem Simple Native Trainer, da gab es ja doch einiges mehr, allerdings schon mal einen Anfang, würde ich sagen. Prinzipiell ist es gedacht, dass ihr den Trainer am besten startet, wenn das Spiel schon offen ist. Das heißt, Spiel aufmachen, mit Alt-Tab am Desktop gehen, Trainer aufmachen und fertig. Ja, sollte irgendwas unklar sein, es gibt auch noch eine Anleitung, einen Textfile vom Entwickler selbst, da könnt ihr euch nochmal durchschauen. Sollte irgendwas unklar sein, sollte irgendwas nicht gehen. Ich wollte ursprünglich ein Video machen, konnte es aber nicht, denn auf der Windows 10 Technical Preview ging der Trainer nicht, warum auch immer. Unter Windows 8 geht es jetzt, ich habe 9 studieren müssen. Sollte es nicht gehen, sind auch noch ein paar Hinweise darauf, was ihr probieren könntet, eben Virenprogramm deaktivieren, da es sonst möglicherweise löscht. So Sachen, ja, einfach ausprobieren, einfach durchlesen, sollte irgendwas nicht passen. Im Normalfall sollte es sowieso kein Problem sein, ihr macht den Trainer auf und fertig. Zur Funktion, schauen wir es dann gleich im Spiel an, ist eigentlich relativ simpel, ihr drückt die Einfügen-Taste und dann die ganzen Tastenkombinationen durch und habt dann im Endeffekt diese Fähigkeiten oder die Sachen einfach in-game sozusagen freigeschaltet. Ja, das war's im Prinzip. Jetzt können wir jetzt auch ins Spiel gehen, beziehungsweise wie gesagt, zuerst Spiel starten. Wenn ihr im Hauptmenü, am besten wenn ihr im Spiel schon seid drin, dann einfach kurz Escape drücken, rausgehen aus dem Spiel, Trainer starten und dann wieder ins Spiel hinein und verwenden. Und wie gesagt, das Ganze auf eigene Gefahr, das heißt, ich übernehme an dieser Stelle keine Schäden in euren Accounts, PCs, was auch immer. Das heißt wirklich alles auf komplett eigene Gefahr, denn wie gesagt, wir wissen nicht, wie Rockstar Games darauf reagiert auf sowas, wird sich in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall zeigen. Gut, dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder.
Wir sind nun im Spiel drin und ich bin jetzt einfach mal hier mit dem Michael unterwegs. Und wie gesagt, die Handhabung ist eigentlich relativ simpel. Ihr drückt einfach mal die Einfügen-Taste. Das einzige Problem ist natürlich, ihr seht jetzt nicht, okay, ist es aktiviert, ist es nicht aktiviert. Man kann es nur ausprobieren. Das ist leider ein bisschen, die Handhabung ist nicht optimal, muss ich dazu sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Funktion gefunden, das wieder zu deaktivieren. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen eingestellt habt, die wieder zu deaktivieren, wäre mir nicht gelungen, muss ich leider sagen. Aber okay. Was ich euch auch empfehlen würde, in den Einstellungen vom Spiel. Das heißt, einfach Einstellungen und Speichern und Starten, einfach das automatische Speichern ausschalten. Denn ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auf Savegame auswirkt oder ähnliches. Das heißt, am besten deaktivieren. Gut, wir können prinzipiell einfach mal testen. Zum Beispiel eben Ziffernblock 1 am Ziffernblock 1 drücken. Dann habt ihr unendlich Leben. Dann können wir das Ganze natürlich machen mit 5. Dann habt ihr unendlich Munition. Seht ihr oben, Munition ist dazugekommen. No Reload 6, dann seht ihr, okay, ich habe hier oben Munition 900 zu 99, das heißt dementsprechend unendlich. Genau, eine andere Waffe nehmen, wenn die funktioniert. Ja, geht nicht, egal. Ihr seht, ich kann hier einfach mal herumschießen in der Gegend. Und brauche nicht nachladen. Hat schon so gesehen seine Vorteile. Außer sie Leute halt weglaufen. Gut, prinzipiell habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr in einem Fahrzeug seid, mit Ziffernblock 0, beziehungsweise ich glaube das generell einfach, mit Ziffernblock 0 könnt ihr aktivieren, dass euer Fahrzeug sozusagen unendlich Leben hat. Ich glaube, das wirkt sich dann auch einfach auch auf den Schaden aus, den der Wagen erhält sozusagen. Also der ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, wie wenn der Wagen, ja, wie im Normalfall. Ich glaube, der Wagen geht einfach auch nicht ein. Also ihr seht, viel Schaden bekommt der Wagen jetzt nicht unbedingt. Standard wäre das sicher schlimmer. Ja, was gibt es denn sonst noch für Sachen? Ihr könnt euch teleportieren. Das ist ein bisschen tricky, soweit ich das jetzt gelesen habe. Soll allerdings nicht allzu kompliziert sein. Ja, falls man es denn braucht. Also im Endeffekt sind das ja auch so einige Sachen, die man aus dem ja, Regisseur-Modus kennt. Dort gibt es auch die Möglichkeit, so ein paar Sachen ja zu aktivieren, wie eben sich teleportieren oder eben unendlich Leben und Munition und so Sachen. Gibt es dort ja auch die Möglichkeit. Also ich glaube, dass diese Funktionen von Haus aus einfach im Spiel drin sind und so gesehen dadurch im Endeffekt nur freigeschalten werden per Manipulation von den Daten im Arbeitsspeicher. So kann ich mir das jetzt vorstellen, dass es funktioniert. Wenn es nicht so ist, ja, liege ich halt falsch. Bin leider da jetzt nicht so ein Modding-Experte und kenne mich da jetzt nicht dementsprechend so gut aus. Allerdings, das wäre für mich eine logische Erklärung, was der Trainer hier machen würde. So, und bevor ich jetzt einfach mal hier blöd in der Gegend herumfahre und mich fadisiere, baller ich ein bisschen herum. Und ihr seht, das ist relativ... Also ihr seht, ich kann in der Gegend herumballern, ohne dass mir die Muni ausgeht, was schon ganz cool ist. Also so hin und wieder mal einfach Blödsinn anstellen, wie wir es ja auch aus GTA 4 kennen, macht schon auf jeden Fall Spaß. Ja, weil natürlich mit der Entferntaste könnt ihr eben zum Beispiel auch die Cops wieder ausschalten, Never Wanted einschalten, wie wir es auch schon aus ja, GTA 4 kennen. Gab es die Funktion ja auch mit dem Simple Native Trainer. Ansonsten ja, mit Bild nach unten gibt es eine Bullet Time, die gibt es dann auch so gesehen. Das heißt, wir haben die Zeit verlangsamt im Großen und Ganzen. Also nichts so gesehen Besonderes. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Funktionen, die könnt ihr ja gerne ausprobieren. Einfach das machen, was im Trainer steht, beziehungsweise eben in der Anleitung vom Entwickler steht, vom Modder steht. Eins möchte ich noch testen. Und zwar
Ja, du kannst mich auch natürlich überfahren. Es gibt ja diese Superpowers. Wäre die Frage, was die machen. Hätte ich mir vielleicht vorher durchlesen sollen. Aber könnt ihr ja gerne alles ausprobieren. Ah, das machen die. Das heißt, mit Steuerung O könnt ihr Superpowers aktivieren. Da könnt ihr dann auf Fahrzeuge drauf treten. Ja, wenn ihr nicht umfahren werdet. Vorausgesetzt natürlich. Und diese einfach mal durch die Gegend fetzen. Das ist schon cool. Also das sind eher so Spaßsachen, mit denen ihr einfach mal Blödsinn machen könnt. Wie gesagt, ich würde es euch nicht empfehlen, in einem Safe Game zu verwenden. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, online zu verwenden. Und wie gesagt, Verwendung auf eigene Gefahr. Wie immer, jetzt bin ich trotz unendlich Leben gestorben. Ja, kann anscheinend doch passieren. Gut, wie gesagt, Mod bzw. Trainer ist in dem Fall noch in Entwicklung. Das heißt natürlich noch nicht fertig. Da können noch mehr Funktionen hinzukommen. Wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Rockstar Games jetzt, wie Rockstar Games vorgeht. Ja, wie ich mir vorstellen würde, dass mit dem Modding weitergeht. Wie ich denke, dass es weitergeht mit dem Modding, habe ich ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier einmal auf der linken Seite. In der Mitte findet ihr meine GTA 5 Playlist. Da sind einige andere Videos auch schon drin, unter anderem zu meinem letzten Video, dem Regisseur-Modus. Den findet ihr auf der rechten Seite. Ein kleines Tutorial dazu. Und ansonsten, ja, war's das mit diesem Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Schaut auf jeden Fall auf meiner Twitter-Seite, folgt mir auf Twitter, so. Genauso liked einfach mal meine Facebook-Seite, wenn ihr Lust habt, wenn ihr da seid. Und, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, man sieht sich. Ciao.